Zum 50. Jubiläum wird die Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr erstmals von einem Bundespräsidenten eröffnet. Joachim Gauck wird am 31. Januar die Auftaktrede halten. Als Ehrengäste werden der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und der frühere US-Außenminister Henry Kissinger zu der dreitägigen Konferenz erwartet. Neben Gauck haben bisher 18 Staats- und Regierungschefs, 50 Außen- und Verteidigungsminister und 10 Chefs von internationalen Organisationen ihr Kommen angekündigt. Mit deutlich mehr Kontrollen will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen. Hintergrund sei, dass zunehmend international agierende Banden auch in Bayern ihr Unwesen treiben, sagte Herrmann am Freitag in Schwandorf. Schwerpunkte seien der Kampf gegen die Modedroge Crystal, Wohnungseinbrüche, Menschenhandel und Autodiebstähle. Laut Herrmann gibt es in diesem Jahr mehr verdachtsunabhängige Personenkontrollen im Grenzgebiet zu Tschechien. Auch die automatische Kennzeichenerkennung und die Schleierfahndung sollen ausgebaut werden. Das mittelfränkische Dorf Rostal soll die erste plastiktütenfreie Gemeinde Frankens werden. Die Gemeinde will so mit gutem Beispiel vorangehen und die Umwelt schonen. Wo es möglich ist, soll ab sofort auf Plastik verzichtet werden. Bei Ehrungen zum Beispiel sollen Bürger ihre Geschenke nur noch in Stoffbeuteln bekommen. Rostal reagiert so auf die anhaltende Diskussion um ein deutschlandweites Plastiktütenverbot. Laut Umweltbundesamt verbraucht ein Deutscher im Schnitt 65 Plastiktüten im Jahr. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.